So, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns das geniale Video vom waagerechten Wurf nochmal an. So sieht's aus. Was sehen wir hier? Es fällt hier ein roter Ball senkrecht nach unten und es fällt ein gelber Ball senkrecht nach unten. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass der gelbe Ball im Gegensatz zum roten Ball noch eine Bewegungskomponente hat in die X-Richtung, also in die Richtung. Und ansonsten fallen beide Bälle, also der rote und der gelbe Ball, fallen gleich schnell. Die Bewegungskomponente und auch die Geschwindigkeitszunahme für die Y-Richtung beider Bälle, die ist gleich groß. Und der gelbe Ball, der hat einfach noch eine Bewegungskomponente in die X-Richtung. So, man kann also so eine Bewegung eines waagrechten Wurfs in zwei Dimensionen zerlegen und kann das damit natürlich auch mathematisch beschreiben. So, jetzt wollen wir den ganzen Spaß hier noch mathematisch behandeln. Das heißt, wir wollen die Bahnkurve des waagrechten Wurfs berechnen. Und was müssen wir eigentlich machen? Im Grunde brauchen wir einfach die eine Komponente, die x-Komponente, in Abhängigkeit von der anderen Komponente. Also sy als Funktion von s von x, das brauchen wir. Haben wir aber nicht, aber was wir haben, wir wissen, wir haben die zeitliche Abhängigkeit dieser Bewegungen. Und zwar haben wir die zeitliche Abhängigkeit in x-Richtung. Und da wissen wir ja, das ist eine gleichförmige Bewegung in die Richtung mit der Geschwindigkeit vx, also mit die Geschwindigkeitskomponente, die der gelbe Ball mitbringt. Und die können wir uns aufschreiben. Das sieht so aus, Gleichung Nummer 1. Also die x-Komponente ist eine Funktion der Zeit und die ist gegeben durch die Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung mal der Zeit. So, dann haben wir eine zweite Bewegung in Abhängigkeit von der Zeit, also eine Ortsänderung, und zwar die Ortsänderung in y-Richtung. Das ist die y-Komponente des Ganzen. Und da wissen wir, das geht in negative y-Richtung, das heißt, es geht nach unten. Und das ist gegeben durch die Fallbeschleunigung. Das ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und das Bewegungsgesetz dazu ist einfach minus 1/2 gt². So, jetzt haben wir diese beiden Bewegungsgesetze in Abhängigkeit von der Zeit. Hier muss ich auch hinschreiben, das ist natürlich auch eine Funktion der Zeit. Schauen wir hier hin, ist egal, wo es steht. So, jetzt können wir folgenden Trick machen. Wir wollen ja eine Gleichung haben, wo nur noch sy und sx vorkommt, also die beiden Komponenten. Und das haben wir ja hier stehen. Also wir haben hier sx stehen und da haben wir vx stehen, das ist eine Konstante. Und das ist t. Also dieses t, diese Zeit, die wollen wir loswerden. Was machen wir also? Wir nehmen aus der ersten Gleichung, formen wir die erste Gleichung einfach um nach t. Und wenn man das macht, dann bleibt einfach stehen, t ist sx durch vx. So, und das nennen wir jetzt 1'. Also wir haben römisch 1 einfach umgeformt, das ist jetzt 1'. Und dieses t, was wir hier bekommen, das setzen wir einfach hier ein. So, das machen wir jetzt mal und setzen das in die zweite Gleichung ein. Also ich schreibe es mal hin. In 2 setzen wir das ein. Dann kommt raus, sy ist gleich minus 1/2 g. Und jetzt schreiben wir nicht t hin, sondern wir schreiben das hin, was wir für t aus der ersten Gleichung haben, das ist nämlich sx durch vx. Also sx durch vx. Und dann müssen wir natürlich das Ganze noch quadrieren, weil hier oben steht ja ein Quadrat. So, jetzt wissen wir, das ist eine Konstante, das ist die Fallbeschleunigung. Und das ist natürlich auch einfach nur 1/2, ist auch eine Konstante. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen ordnen und schreiben hin, sy gleich minus g durch 2vx² mal sx². So, wir haben also hier einfach nur eine Konstante und dieser konstante Term, der ist gegeben durch die Fallbeschleunigung und eben durch die Bewegungskomponente in x-Richtung und
wir haben jetzt hier die eine Komponente in x-Richtung, die Bewegungskomponente, und sy hängt von dieser Bewegungskomponente in x-Richtung ab. Also haben wir genau das da stehen, was wir machen wollten, nämlich die Bahnkurve. Also das ist nichts anderes als sy von sx. So, sehr gut. Das können wir uns nochmal markieren. Das ist die Bahnkurve und so einfach rechnet man das aus. So, das Ganze ist natürlich eine quadratische Funktion, die ist nach unten geöffnet, eine Parabel. Und das Ganze sieht dann eben einfach hier so aus, wenn ich da mal ein bestimmtes Vx einsetze, dann kann ich mir hier zugeordnete Wertepaare von Sx und Sy kann ich mir generieren. Und ich weiß jetzt nicht, welche Geschwindigkeit ich da eingesetzt habe für Vx, aber das kann man machen, könnt ihr ausprobieren. Und dann ergeben sich solche zugeordneten Wertepaare. Und wenn man die miteinander verbindet, gibt es einfach eine Parabel. Okay, also so einfach ist es. Ist ein bisschen Mathematik, muss ein bisschen tricksen. Mathematisch heißt das nichts anderes, als dass man so eine Art Koordinatentransformation macht. Also die Zeit, die Variable Zeit, die schmeißt man raus geht in die beiden Ortskoordinaten Sx und Sy. Und dann hat man die Bahnkurve und so sieht sie auch aus in dem Video. Also der gelbe Ball, wenn ihr euch erinnert, der beschreibt einfach so eine Parabel. So wie das jetzt hier einfach dargestellt ist. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es gerne. Und wir sehen uns zum nächsten Mal bei Kelly Physics.